So, hallo, wir machen weiter bei Evil Conquest 2. Und das letzte Mal wurden wir von Speedy Boost ordentlich in die Mangel genommen. Vor allen Dingen von den Anti-Boos. Richtig. Hey Leute. Haben noch 5 Leben, das heißt im Moment muss ich noch keine neuen Leben holen und springen weiter. Das Level hast du auch in der Demo gespielt. Genau, wollte ich gerade auch sogar anmerken. Und da sah es auch noch ein bisschen anders aus. Schau mal, ob ich mich daran erinnern kann. Was? Ja, ich renne einfach überall rein. Du kannst doch überall rein. Sind das rein, jetzt, wo ich, wenn ich da unten drücke, fahre ich dann durch, weil es diese Knopfdinger sind? Oder? Das ist richtig. Ja, okay, dann muss ich da aufpassen. Gut, das heißt, es funktioniert bei allen, die so aussehen. Selbst wenn es nicht günstig wäre. Das zieht sich den ganzen Hexer durch. Okay. Genau. Frisst das. So. Ja, irgendwie kommt es mir schon bekannt vor. Das war sogar Thumbnail von dem Livestream. Das Level. Ah. Aber naja. Gut, das habe ich ja nicht ausgewählt. Das ist ja ein purer Zufall. Oh, das ist dann noch keiner. Das ging aber schneller, unter sich da. Aber schön, dass wir direkt vom Midway-Point gestorben sind. Lux, sollten wir vielleicht eine zweite graue Plattform unter der ersten grauen Plattform mal platzieren? Links neben dem Checkpoint? Ist eine Idee. Dass man dann vielleicht noch eine größere Reaktionszeit hat. Mehr Zeit hat zum Reden, ja. Ja, weil so eine ähnliche Passage, dass man halt runterfällt und dann noch so eine Art Sicherheitsplattform hat, kommt noch ein, zwei Mal im Hack vor. Okay. Und das sieht man ja. Also ich fand es jetzt nicht weiter schlimm, also ich hätte reagieren können, theoretisch. Ja, nee, schlimm ist es jetzt nicht, aber ich fände es halt persönlich jetzt gerade besser beim Anschauen. Dass da eventuell noch eine hinkommen könnte. Daher der Vorschlag. Ja, na, dagegen habe ich nichts. Ja. Ich sehe schon den Fehler bei mir, dass ich da jetzt runtergefallen bin. Ach, alles nicht bei euch als Ersteller. Huch. Ich meine, man sieht ja eigentlich sogar. Das ist natürlich tragisch. So viel dazu. Aber auch nicht weiter schlimm. Man sieht ja sogar und er sah nichts. So, was mach ich jetzt mit dir? Geh weg. Wait, was ist da oben? Noch ein weiterer, das ist ein Deko. Und noch ein weiterer Funfact zum Level. Das war mal ursprünglich das SMWHT, das Super Mario World Hacking Turnier Final Rückrunden Level. Das von Patrick geleitet wurde, von smwhacking.de. Daher. Genau. Ein weiteres Contest-Level im Hack. Hey, Uber. Okay. Und wir haben einen Schlüssel gefunden. Ist hier vielleicht schon direkt das Sekundex. Wo war denn das? Müsst ihr doch noch wissen, weil Schlüssel war, ich das schon mal gespielt habe. Da hast also, du letztes Mal auch ein bisschen dran gesessen. Das ja, das ist ja gut. Du musst wahrscheinlich erstmal ein Stück mitnehmen. Ja. Das ist mal schade. Aber wenn er nach dem Midway-Point käme, wäre es komisch, weil der Schlüssel. Ja, wobei, komisch wäre es nicht. Ich wette, das habe ich damals auch genauso gesagt. Oh mein Gott. Und jetzt mache ich einfach alles doppelt und dreifach. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr genau, wie du dich da verhalten hast. Aber, ja. Gut. Okay, da komme ich nur rüber, wenn ich die Blöcke habe. Nee, kannst du auch rüberspringen. Ist ein etwas schwieriger. Muss ich aber erstmal scrollen, weil sonst sehe ich ja nicht, dass es da weitergeht. Ja. Okay. Ja, mach kein Problem. Du hast ja die Lücke. Lass mich in Ruhe. Wunderbar. So, tschüss. Pilz. So, was mit dir? Du machst einen Abflug. Die Stelle. Deutsche Verbraucher lieben diese Stelle. Ja. Jetzt muss ich. Wait. Ich kann hier niemals noch den Schlüssel haben sollen. Das wäre komisch. Ich werfe ihn mal hier runter und hoffe, dass der auf dem Viech gelandet ist. Weil wenn ich hier mit dem Schlüssel klettern soll, das wäre komisch. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also auf dem Vieh kann keine Sprites landen, weil Sprites durch Sprites durchfahren. Ha. Aber du kannst ihn noch aufheben, wollte ich gerade sagen. Genau. Hey. Oh Gott, schnell! Okay. Ah, ne, ich hätte. Du wärst nicht gesoffen, Leute, keine Sorge. Ja, stimmt. Darauf haben wir geachtet.
Vor allem, selbst genau. wenn der jetzt. Ja, ich sag's ja, wenn Dings verpasst. Aber selbst ich wenn jetzt. Nicht, ich, da oben. Ich hätte mich nochmal durchdrehen können durch den Block. Wenn ich war in dem Fall war ich groß, aber als kleiner ist man auch nicht softlocked. Ja, dann kann man da durch. Ach, du musst genau durchrennen. So, jetzt suchen wir mal den Secret Exit, bevor wir in die Disco gehen. Wird schon nicht so schwer. Du musst ja eigentlich Keyjumps hoch machen, damit du. Das wäre cool, ja. Das ist möglich, ich habe darauf geachtet, das auch getestet. Keine Sorge. Oh, ich bin mal kurz weg, wie ich eh noch Arbeit habe. Alles gut. Ich werde dich aber weiter unterstützen. Wait, ich habe den Schlüssel vergessen. Ja. Guter Treffer. So. Haben wir schon mal das? Ich kann ja theoretisch hier sogar zurück, aber. Ne, aber hier komme ich nicht. Hier komme ich theoretisch nochmal hoch, aber will ich das? Ne, wir gehen jetzt erstmal weiter. Es war hinter dem Midway Point war noch mehr Stuff. Es ist toll zu sehen, dieses Level immer, jedes Mal wieder. Weil jede Person da irgendwie. Ja. Das Secret Exit doch irgendwie nicht Probleme mit hat, aber halt das nicht findet. Alle fangen an zu rätseln. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass es hier hinten ging es ja noch weiter. Und das habe ich ja vorhin gar nicht genutzt. Und das wird nicht nur für einen Kristall sein. Oh boy. Hier ist dann der normale Weg wieder da. Da sind wir rausgekommen. Genau. Weil da oben ist ein Kristall. Ja, das ist richtig. Ist das doch nur für einen Kristall? Das ist nur für einen Kristall. Da ist kein Ich kann nicht zu viel verraten, deswegen. Was ist hier drin? Ja. Das wollte ich nicht. Es gibt keine. Keyholes in mein Leben. Timelock in diesen Hack. Okay. Diesen Hack. Ah. Aber da hinten habe ich eigentlich nichts gesehen, wenn ich da jetzt nochmal. Ich kann auch nicht mehr zurück, nee. Nehme ich an, jetzt habe ich es mir verbaut. Mist. So, da bin ich wieder. Ja. Sorry für die kleine Unterbrechung. Jetzt habe ich ja den Midway Point ausgelöst. Aber ich könnte theoretisch. Komme ich zum Schlüssel zurück? Okay, gut. Ich glaube, ja, du hast gerade noch größere Probleme, das zu finden, als erwartet. Als erhofft. Aber gut. Sollte auch zurückkommen können. Und dafür, dass ich schon mal gespielt habe, ist das ziemlich doof von mir. Ich glaube, ich gebe dir am besten mal den Tipp, den ich auch den anderen immer gegeben habe. Kein Tipp. Kein Tipp? Noch kein Tipp. Ja, shit, ich komme nicht mal in den Schuss. Ja, okay, gut, das geht auch nicht. Ja. Ich werde mal ein bisschen warten, dann gleich das Game. Ja. Ich glaube, ich mache mir mal Game Over, das ist jetzt am schlauesten. Ja. Dass ich nicht viele Leben gerade habe. Ja. Sonst müsste ich das Level nochmal spielen. Okay. So. Also, das heißt für mich jetzt allerdings, ich glaube, den Midway Point auslösen ist nicht die beste Idee. Ich glaube, das war auch der Tipp, oder? Ja. Das war der Tipp. Ja. Das war auch nicht die beste Idee. Ich muss nochmal gucken, ob es hier irgendwo einen Schlüssel oder wenn man da irgendwie runterfällt. Weil ich weiß nicht mehr, wie es ging. Wir haben es ja schon mal dann gespielt anscheinend. Ja. Aber hier ist kein Schlüssel. Wir haben übrigens das Schlüssel noch einfach unsichtbar gemacht und irgendwo versteckt. Um es wirklich sicher zu machen. Deswegen findet es auch niemand. Es kann ja nicht nur eine Röhre oder sowas sein, aber da ist ja. Die habe ich alle ausgetestet. Oh. Sicher? Du glaubst gar nicht, wie schwer dieses Ziegel versteckt ist. Oh. Oh Mann. Wieso hab ich die denn nicht ausge. Ach, Mist. Das macht niemand. Alle Röhren getestet, aber die wieder nicht. Mein Schatz, genau. Ja, das geht nicht nur dir so. Alles gut. Du bist auch noch an die nächste bist du auch noch rangesprungen, aber an die dann nicht. Ja, da hast du nur noch umgestanden. Ich weiß nicht, warum man die nicht. Da will man irgendwie direkt weiter, keine Ahnung. Ah ja, dann ist ja direkt beim Schlüssel auch die. Beim Schlüssel die. Nach. Na, Grüße gehen raus an Robby an der Stelle, aber keine Ahnung, was Robby schon geschafft hat. Egal, Grüße gehen da nicht raus. So. Viel gespannter bin ich, ob
können die Switch-Palaces ohne, die weiteren, den roten auf jeden Fall, aber die den grünen und den blauen ohne. Ich denke mal, der wird das schaffen. Du machst denn mich neugierig. Ich glaube an ihn. Schon wieder. Jetzt warte ich aber, bis der geschossen hat. Frech, das da. Warte mal. So. Oh nee. Ey. Ein Sprung noch, ein Sprung noch. Ah, ich hätte ja mit einem Keychump da auch. Lass mal das. Ja, sag ich ja. Ja, alles getestet. Alles gut. Sag ich ja. Möglich ist alles. Oh, das ist ein Starroad. Ja, Abflug. Richtig. Video geht jetzt 10 Minuten, das heißt, wir sind so in 40 Minuten fertig. Flipside, ich kann dir sagen, Cave. Das Level ist nicht so schwer und auch nicht so lang wie das erste Special World Level. Okay. Würde ich mal behaupten, dass es nicht so schwer ist. Also im Verhältnis jetzt natürlich. Mal schauen, was Flipside jetzt mit. Oh mein Gott. Da fühlt man sich schon fast wie Mario Maker, oder? Bei den Grafiken. Stimmt eigentlich so ein bisschen, ja. Ja, sind auch die Mario Maker Teilsets für die Höhle. Genau. Lass mich in Ruhe. Aber bisher wird es wie ein relativ normales Level. Ja. Das ist schon mal ganz gut. Aber vielleicht kommt ja der Starroad-Kniff noch. Mach das mal auf. Licht. Dankeschön. Man könnte die Starroad auch eigentlich immer so als eine Art repräsentatives Level so von der Welt sehen, dass wenn man halt die Welt als letztes spielen würde, dass man halt erst das Grasland-Level hat, dann das Höhenlevel und dann die kommenden Level natürlich von den anderen Welten. Ah, okay. Dass man dann nochmal so eine Art Zusammenfassung aller Welten hat. Genau. Also es ist nicht immer unbedingt ein besonderes Gimmick in den Leveln drin. Manchmal auch nur ein normales Level. Ja, ich frage mich jetzt gerade, was das Flipside heißt. Dass die Dinger an der Decke sind, das ist deswegen Flipside. Ja. Genau, richtig. Ah ja. Das ist doch einfach Mario-Musik. Ja, dann halt kein Kristall. Kein Problem. Zum Glück war das ja nicht. Obligatorisch, lasst mich in Ruhe. Oh, das war's. Cool. Du, guck mal. Ja, so viel zu 40 Minuten. Sehr schön. Sag ich ja, nicht so lang, nicht so schwer. Das Level hat Lux gebaut. Das ist leider falsch. Mist. Das ist die falsche Antwort. Okay. Das hat Hoppio gebaut. Grüße gehen raus an Hoppio. Das habe ich gebaut. So. Dizzy, Disco, weiter geht's. Das war mal Hoppios Special. Oh boy. Funky Musik hier. Ja. Und funky Farben. Und funky Farben. Funky Animation. Oh. Grüße gehen raus an Robby an der Stelle, dass er die Animation bereitgestellt hat. Ja. Diesmal wirkt vielleicht tatsächlich. Ist der Sound von den Sägen der auf jedem Emulator so komisch? Ja, ja, der ist immer so, das liegt halt am Port. Genau, das war schon mal im ersten oder zweiten Part angesprochen, dass das halt bestimmte Samples von Liedern andere Soundeffekte beeinflussen und dann dementsprechend manche andere Sachen. Okay, also das liegt jetzt nicht an meinem ZMZ oder so, sondern das ist tatsächlich. Das ist... Okay. Genau, richtig. Oh Gott. Können wir leider vielleicht vermeiden. Ja. Ah, ich verstehe schon. Das würden die irgendwie auf, keine Ahnung. Das war nicht so klug. Oh, da war jetzt der Sterbesand auch wieder ganz. Oh, ich hab kein Leben mehr. Mist. Das war nicht so gut, jetzt ins Level zu gehen. Das ist nicht schlimm. Nein, die erste Hälfte war jetzt auch nicht so. Ja. Ja. Das stimmt. Nein! Das war jetzt auch nicht, was ich wollte. Ach, gut gemacht, gut gemacht. Eigentlich will ich doch nur den auslösen, dann kann ich doch hier problemlos den PSP abholen. Ein weiterer Fun Fact ist, dass die Farben sich im Takt zur Musik ändern.
Das war auch komplett beabsichtigt, natürlich. Ja, natürlich. War es gar nicht? Nee, war es nicht. War natürlich. Ersten paar Sekunden so, vielleicht für eine halbe Minute ist das synchron, aber irgendwann. Genau, irgendwann halt nicht mehr. Nein! Jetzt war ich gerade so konzentriert. Sehr gut. Hat nichts gebracht. Oh. Ich glaube, wir gehen einfach mal gerade wieder Game Over, weil dann sind eh wieder die Probleme da. Sagen. Mit zwei Leben brauche ich nicht bis zum Midway Point rennen. So. Alles klar. Jetzt hier aber mehr Konzentration wieder. Vielleicht auch mal den Pilz behalten. Ich will den Pilz einfach. Oh, ja. Vielleicht will ich den Pilz so einfach nicht behalten. Komm her. Was? Okay. Das, läuft noch nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir waren schon bei Midway Point, verdammt, was mache ich denn? Warum muss ich jetzt den Anfang nochmal spielen? Warum kriege ich nicht mehr hin? Das ist eher die Frage. Weiß ich nicht. Ganz am Anfang habe ich da hinbekommen. Da habe ich noch so ganz unschuldig gespielt und jetzt. Jetzt, wo du dich anstrengst. Ja. Jetzt klappt es einfach. Du musst an mich glauben. Ah! Okay. Ja, guck mal. Schon fast geschafft hier. So, ach, jetzt kommt der Teil. Oh, das war nicht so. Das war. Ah, ne, die kommt wieder, Gott sei Dank. Ja, kannst auch. Kannst du erwarten. Also die kommt wieder. Ich dachte, die fährt weg, aber das war so keine, die wegfährt. So, hier bin ich vorne irgendwie komisch gestaunt. Dann ist er hier schon irgendwie weg. Du bist fast wieder in den Grinder gesprungen. Dachte ich auch gerade, dass das passieren wird. Aber ich glaube natürlich an Kommen, deswegen kein Problem. So, jetzt sind wir schon weiter als bisher. Das heißt, jetzt schaffen wir das Level auch. Ja. Glaubt man nicht. Das denke ich auch. So, da oben ist ein Kristall. Ich möchte nur kurz feststellen, dass ich ihn gesehen habe. Ich wollte ihn mehr aber nicht. So. Jetzt. Einfach warten. Hast ja kein Zeitlimit. Keine Eile. Okay. Ja. Alles gut. Jawohl. Bist du, ich glaube an dich. Die kommt zurück. Holt die uns ein? Nein, holt sie nicht. Oh. Juhu. Oh. Hey. Pilz. Ah ne, es gibt eh wieder keinen Boss. Brauch ja gar nicht. Juhu. The dazzling lights of the disco did not reveal any secrets to Mario. Now he seeks to confront the train shipping the produce of the mines into Luke's hands. Mario, ey. The train shipping the produce of the mines? What? Was wollt ihr sagen? Produce jetzt versucht ist auch er einfach ein Wort da, für, das, das für bewahren. Ja, also. Ja, das the Produkt train ist shipping. Okay, ja, egal. Hallo? Du musst arbeiten. Oder beten. Distress Express. Das klingt stressig. Von mir war das letzte Level. Ach so. Ein Tipp, es war nicht von Robju. Mensch, ja. Echt. Grüße gehen raus nach Robju an der Stelle. Das. Was haben wir gerade gespielt? Die Disco haben wir gespielt. Das ist richtig. Es wird immer schwieriger, ich sag los. Das ist richtig. Ja. Komplett korrekt. Was? Ach, das ist. Ist da Wind? Nein. Nee. Das hat sich irgendwie so angefühlt. Nee, tatsächlich nicht. Also das optisch. Hä, aber ich kann, wenn ich springe, kann ich nicht so
Ich habe irgendwie so einen Gegendruck. Kommt mir das nur so vor? Sollte aber eigentlich nicht sein, das ist nur ein Scrolling-Level. Du kannst ja gleich mal kurz stehen bleiben an der Stelle, wo du stehen bleiben kannst. Und wenn du nicht nach links bewegt wirst, dann hast du ja keine... Nee, ich werde nicht bewegt, aber ich meine, es fühlt sich beim Springen irgendwie komisch an. Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist irgendwie also ich kann dir versichern, dass da nichts an der Sprung für sich... Nee, glaube ich dir auch. Das kann macht ich dir es dann einfach nur der Effekt. Optische Täuschung. Wahrscheinlich. Das ist interessant. Vielleicht, weil sie auch so viele verschiedene Layer... Oh, die explodieren! So das fällt mir bald auf. Oh, bitte. Wenn du auf die drauf Spinjumps, dann explodieren die nicht. Das Geräusch. Ich hätte schwenk normalerweise schafft man so einen Sprung. Was mache ich denn? Okay, interessant. Aber hey, das war ja sowieso noch ein Leben. Naja, klar, aber es ist interessant. Es fühlt sich echt komisch an. Ich weiß nicht, was es ist. Zack. Soweit, so gut. Waren wir soweit? Ja, wir waren vorne. Ich bin in diesem ersten komischen. Genau, mit dem Waggon bin ich gestorben an dem Feuer. I remember, lass mich in Ruhe. Hier bin ich gestorben. Das soll jetzt mal runterspringen und dann. Oh. Ja. Meinst du, die Flamme ist ein bisschen böse platziert? Es geht. Können das ist zumindest gerade meine Problemflamme. Könnten wir entweder weiter nach rechts oder komplett einfach rausgehen? Ich meine, wenn er auch drauf sprintet, wenn die an der Kante steht, dann ist alles okay. Ja, das hatte ich also ich wollte eigentlich, aber ich habe nicht gedacht, dass ich in die reingeschubst werde. So. Ich hatte schon wieder diesen Gegendruck gefühlt. Es ist echt komisch. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ob das bei Scrolling Level immer so ist, mir noch nie so einfach. Hä? Was ist das denn? Alles gut bei dir? Benutzt du ein Wireless-Controller? Hattest du wieder 3 Bier in Tass? Nee. Es waren nur 3 Bier. Echt komisch. Ich wiederhole mich, ich weiß. Pilz. Tun wir mal ein paar mehr Münzen hier raus, wir haben mehr die Zeit. Ja. Das schaffen wir mal. Ich wollte sagen, jetzt schaffen wir es mal, den Pilz zu behalten. Dann kann ich den ja auch bei der Pflanze opfern. Das hat leider nicht funktioniert. Gut, solange wir nur Game Over gehen, werden wir noch nicht mal beim Midway-Pilz sein. Das ist völlig egal. Ach komm. Da war ich wieder zu. Kein Stress, kein Stress. Genau. Einfach komplett entspannt. Schaffst das schon. Ich bin ganz entspannt. Alles gut. Ganz entspannt. Immer die Ruhe selbst. Vor allem dann, wenn es nicht so läuft, wie ich das möchte. Oh Gott, was ist das? Hat er sich gerade gewundert? What the f... Der hat sich teleportiert. Ah ja. Der kann ja Sachen. Kennen Sie's? Der kann ja Sachen machen. Wow. Ah, zum Glück sterbe ich nicht. Aber jetzt. Ah, okay, so kann ich die Pflanze umgehen. Die Pflanze, ja, moin. Die Pflanze. Flamme. Das, die Flamme. Genau, die Flamme umgehen. So. Hey. Oh, aufpassen. Das. Aber wir waren ein Millimeter weiter, das ist ja schon mal was. Du bist schon weiter gekommen, das ist echt nicht. So, du nicht. Ach, großartig. So, jetzt warten wir hier, dann passiert hier auch nichts mehr. Juhu!
habe den Pilz behalten. Ich werde ihn jetzt auch nicht vorher verlieren. Ich werde ihn auch nicht hier verlieren. Ich werde ihn auch nicht hier verlieren. Sehr schön. Hey, Profi. Das ist der Rang. Wo gibt mir das? Wo gibt mir das? Schafft er es? Jetzt auch langsam mal zum Teil des Liedes. Komm ich da hoch? Nee. Nee, nicht von dort. Ah, oh, okay. Mehr Kirby-Musik. Ja. Oha. Der Abschnitt war auch mal wesentlich schwieriger. Ja. Ich hätte noch ein bisschen leichter gebaut, indem ich Sprite entfernt habe und ein bisschen anders platziert habe. Aber das ist Level von dir. Genau. Wow. Oder auch nicht. Oder was? Ja, theoretisch also könnte Lux es gebaut haben und du hast es dann vereinfacht. Dann könntest du auch sagen, du hast das und das und das gemacht. Ja. Wäre theoretisch so möglich, auch. Aber ich bleib dabei, es ist von dir. Pilz? Aber von mir? Pilz wäre nicht. Von mir jetzt oder von Lux? Nee, von dir. Also Dark. Nee, du hast von Lux. Oh. War schon so, wie du es gerade anders gesagt hast. Also, dass er es gebaut hat und ich hab's korrigiert. Ah, verdammt, okay. Ja, also, korrigieren, anders setzen. Vereinfacht. Sehr gut. Was war das denn? Der hat gerade sich nach oben geschossen. Ah. So wie das Sprite machen im Level. Und das war halt genau an dem Frame, den du aufgesprungen bist. Verstehe. Genau. Bin ich vorhin gestorben, aber nach dem Ding hier. Irgendwie in der Nähe. Nee, mach das nicht. Ach ja, als ich den Pilz hier haben wollte. Ja. Gehe hier gleich drauf, das da hole ich mir garantiert nicht. Ja, dafür bräuchtest du auch den silbernen Peacewitch oder einen Pilz, den du halt beide. Ach, dafür war der, okay. Da vorne bekommen. Genau. Oh boy, okay. Hm. Ah, Tür. Ist aber auch nicht notwendig. Ah, yes. Hey. Puh, das war tatsächlich ein Stressy Level. Schöner. Die Geräusche. Und wir kommen dann wieder aus der Höhle raus. Genau. In die nächste Höhle. Wir sind in der Winterwelt gelandet. Ja, in die Winterwelt. Dann gehen wir jetzt erstmal Game Over, wenn wir nur noch ein Leben haben. Wenn du es Shop. Hui. Genau. Und weiter oben ist ein Shop, den du vielleicht noch nicht gesehen hast. Oh, neuer Shop. Genau. Nice. Ach, da kann ich sogar schon hinlaufen. Oh. Dann gucken wir mal, was der so hat. Ach so. Die besseren Angebote. Merk schon, das ist richtig krasse Konkurrenz. Wie mit Mediamarkt und Saturn. Ja. Okay. Dann, halbe Stunde, reicht auf jeden Fall für den Part. Ja. Was haben wir alles gemacht? Hey, wir haben... Höhlenwelt geschafft. Die Höhlenwelt geschafft. Die Höhlenwelt und das Special Level gespielt. Genau. Gut, dann, danke fürs Zuschauen und tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.